Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit dem Euro 615. Meine Wenigkeit. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter und zwar weiterhin auf 200. Wir fahren weiterhin mit dem Migi. Und dieses Mal, ich habe tatsächlich lange überlegt, mit wem könnte ich denn fahren. Und tatsächlich habe ich mich entschieden für... Nicht den Kettenhund, nein, für Goomba. Und ja, Goomba... Schwierige Entscheidung eigentlich. Aber man sehe, oh, Haftung ist nicht wirklich gut. Brauche jetzt nicht ultra viel Tempo. Punkt ist gut. Ah, guck mal. Punkt ist gut. Das ist auch toll. Jo. Schnelle Beschleunigung, aber gutes Handling. Handling ist immer noch schön wichtig bei 200. Es ist, wie es ist. Man hat im letzten Teil gesehen, ne, wenn die Strecke sich auch dafür eignet, für so breite Geschichten, dann ja. Ich hatte mich ja beschwert eigentlich, dass es so wellemäßig eigentlich nicht schön ist. Aber doch, das ist so eigentlich dann ganz in Ordnung. Aber eben für 200. So. Ich habe leider keinen Schutzalter. Ja, und jetzt bin ich auch noch gegen eine Wand gefahren. Wendy. Im Flug überholt. Blauer Panzer. Seh ich schon wieder einen blauen Panzer jetzt unterwegs? Nee. Nicht nur halluziniert. Sah nach blauem Panzer aus. So, aber Madrid. Ja, die Strecke von Madrid. Eng befahrbar. Ja, Buhu mag es auch nicht. Irgendwer freut sich bestimmt jetzt über diesen. Für diese fantastische Banane. So, du hast endlich einen Geist, ne? Du kriegst dann endlich mal was Tolles. Oh. Nein! Du sollst jetzt Schutz sein. Hey, kriegst endlich mal was Tolles und erwartest so was richtig Geiles und was kriegst du? Banane. Du denkst so, ist klar. Gut. Das Stadion. Und dann ist das Ende. Gut. Fantastisch. So fährt man 200. Einmal abgehakt. Einmal Dankeschön. Und Goomba. Goomba Smiley. Smiley Goomba. Ein Goomba, der smilet. Machen Goomba das nicht grundsätzlich? Nee, ne? Die haben einen eher unglücklichen Gesichtsausdruck. Wir können den wahrscheinlich uns jetzt nochmal genau angucken. Ja, das ist nicht glücklich. Oder ist das doch glücklich? Und wenn es glücklich ist, wie glücklich es ist? Muss es in einen Glücksatlas. Aber das kann ich mir ja trotzdem hier enorm schwer vorstellen, diese so, Strecke. Wobei, oh, guck mal. Damit sieht das ganz gut aus. Natürlich jetzt wieder langsam werden. Ja. Sauber, der geht dann links dran vorbei. Der trifft jetzt Waluigi als letzten. Wenn dieser Pech hat. Okay, ah, ja. Drifting hatte ich nicht drinne. Drifting nicht drin, deswegen kam der jetzt auch nicht so gut an. Aber guck mal an, jetzt kommen wir auch hier hoch. Okay. Immer schön konzentriert bleiben, das ist das Ding. Klar, als Let's Player, als Streamer, als was weiß ich, ist es immer ein bisschen schwierig,
so den richtigen Schwung da zu haben, ob du jetzt nun was erzählst und wenn du was erzählst, ob es dann interessant ist oder eben nicht. Aber gerne mal bei 200, auch wenn das vielleicht ein bisschen egoistisch klingt, aber tatsächlich muss ich mich denn doch öfters mal doch konzentrieren nochmal. Damit nicht das passiert, was jetzt gerade passiert ist. Überholt werden. Ich habe jetzt keinen Angriff. Nein, kein Angriffsitem. Komm, fahr. Jawohl, erster Platz. Hip, hip, hurra. Aber das war auch eine knappe Geschichte. Knappe Geschichte vor Wendy. Wendy, the Cooper Kid, was jeder mag, das ist der Hit. So, Bowsers Festung 3, haben wir schon mal unser Dilemma hier erlebt. Das wird auch interessant gleich mit unserem Dilemma. 200 fahren auf Regenbogenboulevard. Boah! Das wird eine Geschichte. Aber diese Strecken hier, die eignen sich fantastisch für 200. Da wird ja wie gesagt, dass ich mich da beschwert hatte, so Strecken sind zu breit und so. Ja, für 200 sind die echt optimal. Aber halt nur für 200, das ist ja... Ob das so Lösung der ganzen ist, weiß ich nicht. Oh, schade. Fährst du einfach diese Strecken auf 200, das passt dann schon. Da hat sich auch keiner mehr zu beschweren. Na, guck an, wie schmeidig das hier läuft auf dieser Strecke. Schade. Den Blitz mit dem Blitzabwehren mit einer Tröte, glaube ich, geht gar nicht. Ja, also wenn das hier ein geschmeidiger Sieg ist, dann gratuliere ich mir selber. Das war ein Sieg, so wie er sich sein soll. Bitte, Dankeschön, weiter geht's. Letztes Rennen, dann müssen wir mindestens auf Platz 4 landen. Hab schon mal errechnet, punktemäßig, habe ich das ja mal vorgerechnet hier. Mindestens Platz 4. Warum ich jetzt so tief stapel, obwohl ich doch eben so hoch gewonnen habe? Leute, das ist Regenbogenboulevard. Es ist, ja... Ein Regenbogenboulevard, den ich hier auf 150, glaube ich, war das, mich höchst blamiert habe. Deswegen Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dann bin ich auch lieber vorsichtig. Insbesondere hier bei diesen Kurven. Dann nehme ich ein bisschen Gas runter. Ah, verdammt. So. Insbesondere hier. Die Turbos. Vielleicht den letzten mitnehmen. Das sehe ich jetzt auch als Option, aber sonst hier turbomäßig vielleicht eher drauf verzichten. Ja. Okay, blauer Panzer ist on the way. Ah, schade. Gut. Ist in Ordnung. Ja. P4. Kein Item bekommen. Na, schade. Ja.
Wir sind fast schneller als unser eigener roter Panzer. Wenn das nicht mal Legendary ist, wie man heutzutage sagen würde. Aber guck mal an. Momentan ist... Wie gesagt, hier, Probe bremsen. Safety first. Auch bremsen. So, und jetzt kommt die Kurve, die letztes Mal alles zerstört hat. Dieses Mal ist es der Sieg in 200! Leute, liebe Freunde da draußen, 203 Sterne! Für immer. Bam! Fantastisch! Bin begeistert, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr auch. Und damit war es das mit der sechsten Welle. Das heißt, ab jetzt holen wir noch nach. Das heißt, die beiden Cups, die letztes Mal ja nicht so ganz gelungen sind. Ja, beim einen hat tatsächlich ein Punkt gefehlt. so bitterer. Ja, aber hey, machen wir heute. Beziehungsweise nicht wir hier heute, sondern ja, in dieser Woche noch. Das heißt, morgen solltet ihr definitiv wieder einschalten. Zum nächsten Teil Mario Kart 8 Deluxe. Ciao, ciao.